Hier sind wir jetzt in Gelsenkirchen im Reha-Zentrum, im Medikus auf Schalke, Partner von Schalke 04. Und hier machen sich wirklich bekannte Persönlichkeiten, ehemalige Schalke-Größen, richtig fit, Klaus Fischer, die Krämer-Zwillinge und natürlich der Olaf Thon. Ja, die Kräfteverhältnisse haben sich ein bisschen gedreht. Eine kleine, eine große Hantel. Ich würde mal sagen, im Moment spricht vieles für Schalke 04 für große Kraft. Außer der Heimvorteil natürlich für den BVB. Und dass man in einem Spiel wieder alles gut machen kann. Als Schalker drücke ich den Schalkern die Daumen. Und der Trend ist your friend. Von daher denke ich mal, dass Schalke 04 Chancen hat, das Spiel zu gewinnen. Also ich habe eigentlich immer gute Erinnerungen an die Derbys, vor allen Dingen gegen den BVB. Und 1997 war was ganz Besonderes, ein Highlight mit einem Tor von Jens Lehmann mit dem Kopf. Wer hat die Ecke geschossen? Der Olaf Thon. Und dann haben wir noch das 2:2 kurz vor Schluss gemacht. Atemberaubend. Und es gibt ein schönes Foto, was wir uns gegenseitig geschenkt haben. Jens Lehmann mir und ich ihm schon vor etlichen Jahren. Und das habe ich auch bei mir im Büro stehen mit ein paar Zeilen hinten drauf. Eine wirklich schöne Erinnerung. Ich bin natürlich als Schalker, wäre ich ja verrückt, wenn ich sagen würde, in der jetzigen Situation, Schalke hätte keine Chance. Also ich glaube, es fallen viele Tore und ich wäre auch mit einem Unentschieden zufrieden. Also ich habe ja getippt 6 Tore, vielleicht ist das ein bisschen utopisch, aber eher mehr als weniger Tore. Im Normalfall, Derbys fangen von Anfang an, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Schalke 04 ein bisschen defensiver operiert, der BVB anrennt und dann vielleicht auch in Konter läuft, sodass in der ersten Halbzeit noch keine Tore fallen, also eher in der zweiten Halbzeit, wo dann nochmal gezeigt wird, wer dann wirklich auch gewinnen will und belohnt wird. So, jetzt haben wir, glaube ich, genug gesehen vom Medikus und verabschiede mich. Und jetzt freuen wir uns richtig aufs Derby. Viel Spaß!